Vor 4 Jahren brach die heile Welt von Familie Karnitz zusammen. Seitdem dreht sich alles um ihre schwerkranke Tochter. Lange Zeit konnte Sarah nur im Bett der Eltern schlafen. Allein sein ging nicht. Leben im Ausnahmezustand. Es ist einfach eng und man ist immer gestört. Aber am schlimmsten fand ich eigentlich das Aufstehen morgens, weil immer einer ist alleine aufgestanden, der andere musste noch warten und die Sarah halten, damit sie nicht aus dem Bett fällt, bis dann der eine soweit war. Dann hat der andere übernommen und dann konnte der zweite weitermachen. Sarah war nicht immer ein Pflegefall. Ihre Verwandlung begann schleichend. Im Sommer 2013 konnte sie noch laufen und toben, fast wie ein normales Kind. Heute ist sie 8. Fröhlich ist sie immer noch, trotz ihrer Hilflosigkeit. Jetzt geht es nicht mehr so alleine. Nach den ersten Auffälligkeiten in Sarahs Verhalten stellten die Ärzte eine ebenso seltene wie schockierende Diagnose: Kinderdemenz. 2 Worte, die alles verändern sollten. Das erste war, okay, das kann nicht wahr sein. Man glaubt, es hat sich vielleicht ein Fehler oder eine Fehldiagnose. Aber dann, ganz komisches Gefühl. Also, es bricht alles zusammen. Man recherchiert gleich im Internet die ganze Nacht und schaut, was es für Konsequenzen hat. Den Verlauf der Krankheit, was alles auf uns zukommt. Und es war schon schrecklich, also dramatisch eigentlich. Und doch gibt es Hoffnung, und zwar in Hamburg. Sarah ist Teilnehmerin einer außergewöhnlichen Behandlungsstudie. Seit 4 Jahren reist sie dafür regelmäßig aus München an. Ein Marathon für alle Beteiligten. Wir kommen alle 14 Tage hierher. Wir stehen morgens um 4 auf, nehmen die erste Maschine, die nach Hamburg geht, fahren mit dem Taxi ins Krankenhaus und werden da schon erwartet. Und dann geht's sofort los. Erwartet werden sie in der Uniklinik Hamburg-Eppendorf, in Deutschland die Nummer 1 in der Kinderdemenzforschung. Hier unterzieht sich Sarah einer bislang einzigartigen Therapie. Alle 2 Wochen wird ihr ein Enzym direkt ins Gehirn injiziert. Ein Enzym, das den Verlauf der tödlichen Krankheit aufhalten soll. Das Verfahren nennt sich Enzymersatztherapie. Die Patientin, eine Pionierin in der Demenzforschung. Sarah war das erste Kind weltweit, was dieses Medikament erhalten hat. Das war für uns und für die Eltern natürlich eine sehr aufregende Zeit, weil gerade vor der ersten Gabe niemand wissen konnte, wie wird es vertragen, was für Nebenwirkungen können wir erwarten, was passiert überhaupt. Und da reden wir noch gar nicht so sehr von der Wirksamkeit, sondern wirklich von der Verträglichkeit des Medikamentes. Aber wir haben großes Glück gehabt, dass es so gut gegangen ist. Sarah ist zum Glück ein Kind, was das wirklich sehr toll mitmacht. Das ist ein unglaublich fröhliches, offenes Kind. Und so funktioniert die Behandlung. Über ein kleines Loch in der Schädeldecke wird das künstlich hergestellte Enzym mithilfe einer Metallkapsel und eines dünnen Katheterschlauches in den Hirninnenraum eingebracht. Hier soll das Enzym, das Sarahs Körper fehlt, seine Wirkung entfalten. Ohne den Ersatzstoff kann das Gehirn Abfallprodukte nicht abbauen. Die Zellen würden weiter sterben. 4 Monate nach der Diagnose wurde die sogenannte Rickham-Kapsel in den Schädelknochen implantiert. Es ist das erste Mal, dass einem Menschen das Enzym direkt ins Gehirn geschleust wird. Zuvor ist das Medikament nur an Hunden getestet worden. Keiner wusste, wie reagiert ein Mensch drauf. Das war alles sehr aufregend und unsicher. Und wir haben uns eigentlich nur gedacht, es wird uns nichts helfen. Unser Kind wird sterben. Wir wissen nur nicht, ob dann sofort zu Beginn der Studie oder später. Wir haben eigentlich keine Wahl. Das ist unsere einzige Chance und wir wagen das jetzt einfach. Sarah wächst mit ihrem Zwillingsbruder Simon und dem 2 Jahre älteren Samuel auf. Eine unbeschwerte Kindheit. Bis zu dem Moment, als die Eltern merken, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmt. 2,5 ist sie damals. Mir ist am Anfang schon aufgefallen, schon vor dem ersten epileptischen Anfall, dass sie ein bisschen unsicher geht, dass sie oft hinfällt. Aber sie war 2,5 und das fanden alle nicht so aufregend und ist nicht so schlimm. Der Orthopäde gibt Entwarnung. Doch kurz nach dem epileptischen Anfall steht fest, woran Sarah leidet. Kinderdemenz. Eine unheilbare Erkrankung. Sarah hat kurz nach der Diagnose wirklich begonnen,
ganz unsicher zu gehen, konnte nicht mehr aufs Fahrrad steigen, ist immer hingefallen, hat sich oft verschluckt und hat dann auf einmal ganz verwaschen gesprochen. Und ja, das macht einen unglücklich, aber dann merkt man erst, was es bedeutet, wenn ein Kind nicht mehr alleine gehen kann, nicht allein auf Toilette, sich nicht mehr mitteilen kann, gar nichts mehr sprechen kann. Das war dann irgendwann wirklich vorbei. Heute kann sie nur noch 10 Schritte gehen und 5 Worte sprechen. Hoffnung, dass sich daran etwas ändert, sich die Zeit zurückdrehen lässt, gibt es nicht. Komm, wir gehen. Wie das geht. Jetzt Vorsicht, du bist ganz lang nicht gegangen. Und trotzdem, die Therapie schlägt an. Sarah hat weniger Krampfanfälle. Ihr Zustand bleibt stabil. Zurück im Münchner Norden, im Alltag von Familie Karnitz. Heute geht es zur Reittherapie. Doch bis alle abfahrtbereit sind, dauert es. Mund zu und schlucken, Sarah. Die 8-Jährige muss 3-mal täglich Antiepileptika nehmen. Auch das erträgt sie tapfer. Dann noch mal ein bisschen abputzen. Aua! Ach was, aua! Du auch. Sarah ist eine Kämpferin. Auch wenn es darum geht, ihren Willen durchzusetzen. Der geht nicht ohne dich. Der kommt gleich wieder. Sie will natürlich raus und jetzt hat sie Angst, der Papa geht alleine und nimmt sie nicht mit. Aber jetzt ist wieder gut. Jetzt glaube ich, jetzt hat sie verstanden, dass wir alle rausgehen. Der Ausflug aufs Land ist ein Highlight für alle. Finanziell unterstützt wird die Aktion durch das ambulante Kinderhospiz München. Sarah ist heute gar nicht zu bremsen. So, hallo Sarah. Schau mal, hallo. Magst du Hallo sagen? Die Nähe zum Pferd wirkt sich positiv aus. Ihre anfängliche Angst vor den Vierbeinern hat die kleine Patientin mittlerweile verloren. Kurz nachdem sie ihre Diagnose gekriegt hat, haben wir den Tipp bekommen, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass ihre Motorik erhalten bleibt und ihre Muskeln trainiert werden. Und seitdem machen wir das und machen das ganz regelmäßig. Auf dem Rücken des Islandpferdes ist Sarah für 2 Stunden wieder Sarah. Ihre Demenzerkrankung scheint fast vergessen. Das Geheimnis der Reittherapie für die Sarah ist, dass sie sich die Kraft des Pferdes zunutze machen kann. Sie hat jetzt 4 Beine, die sie tragen, und sie kann mit ihren Geschwistern mithalten. Sie kann ihre Eltern aus der Entfernung sehen. Sie muss nicht geführt werden. Also das Pferd übernimmt alles für sie. Und sie kann sich entspannen und das genießen. Und sie spürt die Kraft, die sie hat. Und ich glaube, dass sie das stabilisiert und auch ausgleicht. Der angenehme Nebeneffekt, auch ihre Brüder und Eltern genießen den Tag. Unter der Woche kommt das Eheleben oft zu kurz. Ein krankes Kind kostet viel Kraft. Für uns ist es einfach toll, dass wir die Verantwortung an die Mia abgeben können und sie die Sarah übernimmt und wir, ohne Sarah festzuhalten, ohne unterbrochen zu werden, auch mal ein paar Sätze miteinander reden können, auch mal ein bisschen in die Landschaft schauen. Wir sind immer fixiert auf die Kinder irgendwie. Ganz genau. Die meiste Aufmerksamkeit geht auf die Sarah, ist klar. Und man vernachlässigt die anderen Kinder automatisch, unbewusst. Das ist schade ein bisschen. Sorglos für ein paar Stunden. Auch das ist möglich. Alle 6 Monate muss sich Sarah in der Universitätsklinik in Hamburg einer größeren Untersuchung unterziehen. Dr. Schulz beobachtet ihre Entwicklung, kontrolliert, wie sie auf die Enzymgabe reagiert. Ihr Augenmerk liegt dabei auf dem Gehirn. Beim EEG werden die Hirnströme gemessen. Das machen wir aus 2 Gründen. Zum einen können wir dabei sehen, wie stark ihre Neigung zu epileptischen Krampfanfällen ist und das auch mit Vorbefunden vergleichen und schauen, ob sich da etwas verbessert oder verschlechtert hat. Gleichzeitig können wir mit dem EEG aber auch erste Anzeichen erkennen, sollte das Gehirn doch irgendwie abwehrend oder allergisch auf das Enzym reagieren. Hier kommt es her, das künstliche Enzym. Der kalifornische Pharmakonzern BioMarin testet das Mittel zunächst an 24 Kindern. Sarah war das erste. Ich weiß natürlich eigentlich, dass wir nur Pioniere sind. Also ich glaube, am Ende müssen wir es so sehen. Wir sind Pioniere, wir testen das Medikament und vielleicht können spätere Kinder tatsächlich von Geburt an geheilt werden.
Und tatsächlich, auf Sarahs MRT-Bildern ist deutlich zu sehen, dass ihr Gehirn seit Behandlungsbeginn nicht mehr schrumpft. Stillstand als Riesenerfolg. Das ist hier der Hirninnenraum, der mit dem Nervenwasser, dem Liquor, gefüllt ist. Das ist in dieser Bildgebung schwarz. Und bei einem Kind, was nicht behandelt wäre, würden wir in diesem Alter sehen, dass dieser Hirninnenraum viel, viel weiter ist, weil einfach das Gehirn schrumpft. Dadurch werden die inneren Räume weiter. Und wir sehen aber auch, dass es außenrum schrumpfen würde und die äußeren Räume hier, alles, was hier schwarz ist, wäre deutlich dicker. Aber das sieht jetzt aus unserer Sicht sehr ähnlich aus oder eigentlich identisch mit dem, was wir vor 6 Monaten gesehen haben. Anfang Juni wurde das Medikament nun auch offiziell zugelassen. In Sarahs Fall scheint es die Krankheit aufzuhalten. Die 10 Schritte, die sie zu Beginn der Therapie gehen konnte, klappen immer noch. Jetzt kriegst du ihn. Jetzt bist du dran. Klasse! Im Entwicklungstest wird überprüft, ob sie Augen und Hände noch koordinieren kann. Für ihre Mutter eine Nervenprobe. Jawohl! Und klasse, gut. Machen wir es schwieriger. Und wir Rosinen auf den Boden. Und die sollen hier in die Flasche rein. Versuchen wir mal. Nochmal, guck mal, gleich erwischst du eine. Das kannst du, das weiß ich. Hm? Ja, zeig's mal. Nimm dir mal. Jawohl, super. Und jetzt muss die hier rein. Oh, fast. Also, zum Teil bin ich natürlich, freue ich mich, dass sie das Ganze so gut hinkriegt. Und zum Teil bin ich dann wieder enttäuscht, wenn ich denke, ich weiß ja, dass sie es eigentlich kann. Und dann aber halt nicht macht, wenn sie es gerade tun muss. Ich kenne kein Kind, was in einem Alter wie die Sarah überhaupt noch sich unbehandelt sich auf den Beinen halten könnte, mit wie viel Hilfe auch immer. Normalerweise sind die Kinder in diesem Alter komplett bettlägerig, können weder Arme noch Beine mit eigenem Willen bewegen, da geht gar nichts. Die meisten Kinder haben in dem Alter schon eine Ernährungssonde, wenn sie nicht behandelt sind, können selber nicht mehr schlucken, verschlucken sich ganz stark, kauen geht nicht mehr. Das ist ein ganz großes Problem bei der Krankheit. Sarah hatte großes Glück, in die Studie aufgenommen zu werden. Erstmals konnten die Ärzte das Fortschreiten kindlicher Demenz bremsen. Ob ihr Zustand stabil bleibt, weiß jedoch niemand. Vor der Zukunft habe ich ehrlich gesagt richtig Angst, weil wir auch gar nicht wissen, wie es weitergeht, wenn wir alt sind oder wenn wir mal nicht mehr sind oder wenn wir es nicht mehr können oder wenn was mit uns passiert. Das ist wirklich eine große Frage, die, glaube ich, alle Eltern umtreibt, die so ein Kind haben, das eventuell sie überleben kann und aber nicht sich alleine versorgen kann. Zukunftsangst und Freude über den Behandlungsdurchbruch. Eine Mutter im Wechselbad der Gefühle. Und Sarah? Die ist heute einfach nur gut drauf.